Deutschland ihm drohen vielleicht sogar 10 oder 12 Jahre Gefängnis. Halbzeit für die Sommerferien in NRW. Da geht noch was an Urlaub. Aber vergessen Sie Italien, vergessen Sie Amerika oder vielleicht Frankreich. Das wahre Reiseziel 2019 ist Hagen. Ferien in der Hagener Innenstadt. Warum nicht? Das ist nah, also auch ökologisch sinnvoll und das ist auch günstig. Da gibt es nämlich eine Jugendherberge und ein cooles Lagerfeuer. Und genau da ist Lokalzeitreporterin Nicole Werner gerade. Nicole, wer bitteschön ist denn gerade zu Gast in Hagen und macht da Urlaub? Ja, wie man sieht, sind hier ganz viele Familien mit Kindern und das ist natürlich in den Ferien auch so die Hauptzielgruppe. Ich habe aber gerade gehört, letztes Wochenende zum Beispiel waren ganz viele Fußballfans da, weil der BVB gespielt hat. Es kommen Radfahrer, die hier den Ruhrtalradweg nutzen. Es kommen Gruppen, die hier zusammen singen und üben. Es gibt Sportvereine, also eine ganz bunte Gruppe, die auch hier im Sommer, aber natürlich auch das ganze Jahr über so eine Jugendherberge nutzen. Und ich finde, das bietet doch kein Hotel hier. Man kann hier ganz entspannt Stockbrot machen, am Lagerfeuer sitzen. Man kann barfuß durch die Gegend laufen. Es gibt noch ein Würstchen auf die Hand. Und das ist einfach für Familien eine tolle Atmosphäre. Und die Jugendherbergen, die sehen auch gar nicht mehr so aus, wie wir sie noch von früher kennen. Wir haben mal ein paar Bilder gemacht. Da sieht man mal so ein Familienzimmer. Da kann man mit 6 Personen drin übernachten. Und ja, dann hat man natürlich auch ein Badezimmer direkt für sich. Die Zeiten von nur Etagenbetten und ganz vielen Menschen, die in einem Raum schlafen, die sind vorbei. Die Hagener Jugendherberge hat 122 Betten. Das ist damit eine mittlere Jugendherberge. Und die ist jetzt hier im Sommer auch ganz gut besucht. Und bei mir ist jetzt Petra Lambrich. Frau Lambrich, Sie sind hier mit einer ganzen Gruppe und Sie sind aber gar nicht privat im Urlaub hier, sondern... Ich bin privat und aber auch vom AStA hier. Wir führen derzeit unsere sogenannten Kinderlernwochen durch. Wir ermöglichen Studierenden mit Kindern hier sich auf die Prüfung vorzubereiten, Hausarbeiten zu schreiben. Und die Kinder werden dann in der Zeit betreut. Und insgesamt über 4 Wochen sind 30 Eltern und 51 Kinder hier in der Jugendherberge untergebracht. Oh, Wahnsinn. Und das ist wahrscheinlich einfacher und entspannter als in einem Hotel, oder? Ja, auf alle Fälle. Und gerade auch mit der Außenanlage macht es einfach für alle total viel Spaß. Und alle profitieren davon, die Kinder, die Eltern. Und wir freuen uns, dass wir immer die Möglichkeit haben, das tatsächlich jetzt seit mehreren Jahren auch durchführen zu können. Sehr schön. Viel Spaß hier noch in Hagen und gute Arbeit wünsche ich Ihnen. Ja, und neben mir sitzt Frank. Wir duzen uns, haben wir uns gerade entschieden. Ne? Frank, du hast mir gesagt, du machst Urlaub hier mit deiner Frau. Ihr fahrt ein bisschen Rad und ihr seid Jugendherbergen-Fans. Warum? Ja, man kann ungezwungen auf die Jugendherberge hin. Man hat Leute, die man muss sich nicht unterhalten, man kann sich unterhalten. Und irgendwie ganz locker und frei das Ganze. Ne? Im Gegensatz zu einem, wenn man im Hotel oder wo reinkommt, da ist man so in einen Zwang reingesteckt und hier setzt man sich draußen im Park rein. Es regnet ja nie. Sehr gut. Erstmal guten Hunger noch. Ich halte dich hier vom Bratwurstessen ab. Dankeschön. Ja, und so ein Zimmer, wen es interessiert, das kostet ein Doppelzimmer zum Beispiel 72 Euro mit Halbpension. Ich finde, das ist unschlagbar im Sommer. So günstig kriegt man wahrscheinlich kein Hotel. Wir haben ja noch ein paar Tage Ferien vor uns. Es gibt über 80 Jugendherbergen in Nordrhein-Westfalen. Für einen Kurztrip also super geeignet, gerade auch mit Kindern. Einzige Voraussetzung, man muss sich einen Mitgliedsausweis besorgen und dann steht einem sehr entspannten Urlaub in einer Jugendherberge nichts im Weg. Und man muss nicht mehr unbedingt Jugend sein, um in einer Jugendherberge zu schlafen. Danke, Nicole. Und danke zu euch nach Hagen. So, jetzt haben wir mehr vom Tag, kurz und kompakt.